Thomas Gottschalk wurde nach der Wetten, das Show am Samstag teilweise scharf kritisiert. Jetzt wendet sich der Moderator selbst in einem offenen Brief an seine Kritiker. Über 10 Millionen Menschen sahen das TV-Event live aus Friedrichshafen, während Michelle Hunziker in ihrem pinken Prinzessinnenkleid und mit ihrer stets guten Laune alle verzauberte, musste Thomas Gottschalk noch während der Show den ein oder anderen fiesen Twitter-Kommentar wegstecken. Vor allem sein Interview mit den DFB-Stars Julia Quinn und Alexandra Popp sowie seine ständigen Spitzen gegen Michelle Hunzikers Liebesleben sorgten im Netz für eine Menge Unmut. Jetzt spricht Thomas Gottschalk in der Bild-Zeitung selbst über das Show-Comeback und nimmt seinen Kritikern den Wind aus den Segeln. Es gibt keinen Grund, sich zu rechtfertigen. Bei Wetten, das läuft es immer nach dem gleichen Muster. Es freuen sich viele Leute darüber und die Quote ist höher als woanders. Und er erklärt weiter, ein paar misslaunige Journalisten sitzen mit einem Stift in der Hand auf ihren Sofas, machen sich Notizen und googeln meine Klamotten. Und er geht noch weiter. Wenn es nach denen ginge, hätte ich mich schon vor 30 Jahren weinend von meinem Job verabschiedet. In den sozialen Medien rauscht es andauernd. Und die paar erschreckten Twitterer, die sich Sorgen gemacht haben, dass ich plötzlich lisple, kann ich beruhigen. Das war ein technisches Problem mit dem Ton.